der Zeit, Mod Eldrick herrscht hin. Da ist die erste Prophetin von Kilra, der sie war höchst persönlich erschienen. Und da haben sie das, was der Doms Zeug geschwätzt hat, in sein Grab gemeißelt. Da wird einmal eine Zeit kommen, in der einer, der das Herz vom Kilrassi hat, aber halt kein Kilrassi ist, cyberndes Feuer über uns bringen wird. Kindreck, eine Zeit muss ellweil dunkelisch wird uns überkommen. Abgradio, Ihre Stero, wir fliegen mal zum Kontakt an Punkt Sierra 37, gell? Hinverstanden, Dero, mir seh dich. Von hier sieht's echt schlecht aus. Ihr solltet echt ein gutes Signal reinkriegen. Der erste Abtast an dem Scanner zeigt eine echt hohe Konzentration von Beryllium und Kreation. So, wir gehen jetzt mal in Position und startet der Laser. Laser ist aktiv, alles klar, noch bohren wir das Ding mal an. Wartet mal, der Schorsch kommt raus und hilft euch. Der traut euch halt nichts zu. Ja, ich glaub's ja nicht. Der Capo kommt raus und hilft zur Abwechslung mal höchst persönlich. Klar, wenn die Meisterarbeit da ist, ne, erscheint er immer. Schorsch, nimm den Schwätzer bloß nicht ernst. Der hat halt wieder im Opa seine starke Unterhose. Ich bin doch nicht blöd. Dem seit ums Geschwätz nimmt doch sowieso keiner ernst. Aber mal etwas ganz anders. Ihr habt da echt komische Anzeige oben schon und könntet ihr das auch rein? Ja, ich sehe mehr. Ist am besten, du fliegst mal nach und guckst das genauer an. Gut, ab auf eure Verantwortung. Ich bin noch ein Held, wenn das schief gerade, gell? Devero! Irgendetwas hat mich getroffen. Devero, höret ihr mich noch? Schorsch. Schorsch. Was ist, kein Signal mehr? Schorsch, hörst du uns noch? Der Tod selbst wird kommen. Und stammt in Dunkelheit hille. Na, ist echt finster. Und da wird ihr Kreil da sein, wenn das Fleisch vom Knochen rupft, so richtig, ne? Weil sie sind die listige Tatze. SOS. SOS. Hier ist das schwäbische Forschungsschiff Devero. Wir sind auf Erbes getroffen. Das glaubt uns keiner. Und wie das na so halt ist, kommen da so viel, dass ihr Ansatzuniversum leerer wird. Und dann werden sie uns der ganze Atem entziehen. Wir werden in unserem Blut baden und verrottetes Fleisch soll noch unser Körper sein, so wie bei den Zombies. Mit einem betäubenden Donnerschlag wird's noch endgültig finster.